Willkommen zurück zu Dark Souls. Ich hoffe, diesmal wird es kein so arger Fail wie im letzten Part. Nachdem, ich kann mich nur noch einmal heilen. Warum auch immer, ich habe mein erstes Flask doch verbraucht. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum ich mich heilen kann. So, ich werde jetzt einfach ein bisschen mit dem Feuerball arbeiten. Hier ist eine Falle. Lauft ihm nicht in die Falle rein. Und ja, kann ich auch wunderbar verbrennen. So, Zielschild ist jetzt nichts Tolles. Da gefallen mir meine Schilde schon besser. Oder halt mein Parier-Ding gerade. Nachdem ich mich heilen kann, mache ich das auch gleich. So, oh Gott. Nein, ich sehe es schon heute wieder. Das wird kein guter Part. Das wird auch wieder so ein Fail-Part. Mei. Ich hoffe, dass ihr wenigstens Spaß habt, wenn ich es voll verkacke. Dann hat es wenigstens einen Sinn. Diesen Kerl kann man so schön runterschubsen. Es tötet ihn zwar nicht, aber es ist witzig. Stirb, hahaha. So, geht zuerst hier hin, hier hoch. Weil hier hätten wir zum einen Händler. Aber hat jetzt nichts Sinnvolles für mich. Und wenn man hier weitergeht. Oder weiter flippt, Ninja flippt, so wie ich es mache. Ein Flickflack nach dem anderen. Trifft man dieses Tor. Und dieses Tor ist, wie es vielleicht einigen Leuten aufgefallen hat, praktisch direkt am Feuerlinksschrein. Hier ist der Weg zum untoten Stadthof. Da gehe ich jetzt tatsächlich mal kurz hin. Nachdem ich mir zwei Sachen holen möchte. Oder zumindest auf jeden Fall eine, zweite vielleicht. Oh Gott. Und die Sache, die ich mir holen möchte, ist eben diese große, diese unendliche Truhe, die bodenlose Truhe. Einfach nur, ich habe jetzt schon relativ viele Items bekommen und damit ich das, was ich haben möchte, schnell finde, schnell erhalte, werde ich jetzt einfach mir das Ding holen und das, was ich nicht brauche, ablegen. Dem so ziemlich die einzige Möglichkeit ist. Dann werde ich mich nicht aufhalten. Und das meinte ich jetzt, wenn ich schneller bin, dass ich durchrushe. Also teilweise ignoriere ich einfach Gegner. Und laufe einfach an vorbei, wenn ich schon mal hier war oder wenn ich hier nur ganz kurz hin möchte. So, danke, danke. Gegenstand kaufen. Und der Anwesenschlüssel, weil. Also, und das. Und nachdem ich es zeigen möchte, tut es mir leid. Tut mir leid, mein kleiner Kerl. Aber ich werde dich jetzt töten. Oder werde ich dich töten? Nee, ich töte ihn nicht. Ich bin kein Unmensch. Auch wenn ich die Waffe, das Uchigatana, bekommen würde, ich würde es nicht benutzen und ich töte ihn nicht sinnlos. Also ich mag den Kerl. Ich mag den wirklich. Deswegen lasse ich ihn leben. Wenn ihr das Uchigatana haben wollt, dann könnt ihr ihn jederzeit töten. Er lässt auch seinen... Er lässt auch den... Wie heißt der? Er lässt auch den Schlüssel fallen. Also der droppt ihn jedes Mal zu 100%. Dem ihr braucht ihr keine Angst haben, dass ihr diesmal einen Kerl hinten nicht helfen könnt. Und ihr habt halt ein Samurai-Schwert ganz am Anfang. Nachdem ich es aber wahrscheinlich nicht benutzen würde, töte ich ihn auch nicht. Das ist in meinen Augen einfach das Richtige. So, nachdem ich ja vorhin angesprochen habe, weil ich kein Thema habe, ich werde jetzt einfach ein wenig über Chaos-Dämonen reden, den wir hatten vorhin ein. Also, Chaos-Dämonen sind entstanden. Also, der Grund, warum Chaos-Dämonen entstanden sind, ungefähr 1000 Jahre bevor das, was wir gerade machen, stattgefunden hat, begann das erste Feuer schwächer zu werden. Keiner weiß, wieso das erste Feuer schwächer wurde, aber es wurde eben schwächer. Und das führte dazu, dass Gwyn eben sich aufmachte, die einzelnen Leuchtfeuer, also das Feuer zu verbinden, englischen to link the fire, um eben das erste Feuer zu erhalten und die Ära des Feuers aufrechtzuerhalten. Und die Hexe Izalith hat etwas anderes versucht. Sie hat versucht,
die erste Flamme zu kopieren. Mit ihrer eigenen Lord Soul. Und als es gemacht hat, ging was furchtbar schief. Anstatt das erste Feuer wurde die Chaosflamme geboren. Diese Chaosflamme hat sie schnell übernommen. Sie wurde schnell komplett von ihr aufgesogen. Und hat damit das sogenannte Bett des Chaos geschaffen. Und das Bett des Chaos. Und aus dem Bett des Chaos ist das Bett des Chaos ist sozusagen die Mutter aller Dämonen. Und die ist eben der Grund dafür, dass die Dämonen geboren worden sind. Diese haben dann die Stadt Aiseleth, dort wo die Hexe von Aiseleth, wer hätte es gedacht, gelebt hat, die haben sie eben überrannt. Und weil ich auch wirklich kein Thema habe, die Hexe von Aiseleth, also als Aiseleth von den Dämonen überrannt wurde, hat sich Gwyn mit einem Teil seiner Ritterschaft, was man im Intro gesehen hat, sie waren alle silber, und Gwyn hat sich mit einem Teil seinen Rittern aufgemacht, die Dämonen zu besiegen, also Dämonen zu vernichten und Aiseleth wieder zurückzugewinnen. Und Chaosflamme hat heute eine Menge Unheil gestiftet und die Chaosdämonen, es gibt nicht nur den Taurus-Dämon und den Ziegendämon, es gibt noch andere, ich weiß nicht, ob der Syl-Dämon dazugehört, aber es gibt noch andere, die werden wir noch kennenlernen, werden wir noch treffen. Und die haben eben mit ihrem ihr Feuer genutzt und durch das Feuer wurden die Rüstungen der einzelnen Ritter verbrannt. Deswegen gibt es schwarze Ritter und wir werden später noch silberne Ritter kennenlernen. Und wie es aussieht, hat Gwyn tatsächlich diesen Krieg gewonnen, nachdem die Dämonen begegnet man begegnet eigentlich keinen Dämon im Spiel. Also dem Asyldämon, der bewacht das Untotenasyl. Den Taurusdämon, der aus irgendeinem Grund einfach da oben chillt. Und ein Ziegendämon, der wahrscheinlich den Schlüssel bewachen sollte. Aber recht viel mehr haben wir bis jetzt noch nicht getroffen. Und frage ich sollte, was ist mit ihm passieren? Hat Gwyn sie getötet? Hat Gwyn sie leben lassen? Sind sie vor Gwyn geflohen und er hat sie einfach nicht gefunden? Man weiß es nicht. Und vielleicht ist es auch einfach so, es gab Vorfahren von Chaos-Dämonen, nachdem 1000 Jahre ist eine Menge Zeit, auch evolutionsbedingt. Und einfach nur entfernte Verwandten der Chaos, also sie haben die ursprünglichen Chaos, Gott, das ist der gefährliche Angriff, von dem ich geredet habe, wenn sie einen so anrennen. Vielleicht haben die ursprünglichen Chaos-Dämonen einfach, wurden die ursprünglichen Chaos-Dämonen praktisch komplett ausgerottet. Und so entfernte Verwandten wie der Taurus-Dämon und der Ziegendämon haben einfach überlebt. Das kann auch sein. Und ich würde das einfach mal als wahrscheinlich gelten lassen. Nachdem. Ja, die wahrscheinlich. Ich wollte einen anderen Schritt. Ich wollte ja. Wo habe ich's denn? Hey. Habe ich nicht? Ich habe ihn nicht genommen. Okay, da wo ich diesen einen schwarzen Ritter getötet habe. Da gäbe es eigentlich noch ein Schild. Das ist auch der Hauptgrund, warum ich da hingegangen bin. Und tja, den Schild, den holen wir uns heute später. Ich vergesse ihn relativ oft. Und hier haben wir wieder einen unserer freudigen Hunde. Vorbei. Und hier haben wir Butcher Lady. Und ich nenne das Ding tatsächlich Lady, weil Namco Bandai hat tatsächlich zugegeben, das Ding ist eine Frau. Ist sie nicht schön? Eine wahre Schönheit. Passt auf, die ist sehr stark, die hat sehr rein mit ihrem Fleischermesser und ihrem äußerst femininen Körper. Würde man ihr so viel Kraft gar nicht zutrauen. Ich bin sicher, diese Maske trägt sie, weil sie so eine wunderschöne Frau ist, dass alle Männer sie nur anstarren würden, sobald sie nur ihr Gesicht zeigen würde. So, ich bin jetzt hier oben gegangen, habe damit schon den ersten Fehler begangen. Ich konzentriere mich nicht. Ich glaube, ich höre nach diesem auf. Heute bin ich nicht gut. Oben wäre noch eine Kiste gewesen, die ich eigentlich hätte öffnen sollen. Werde ich heute dann später öffnen. Und hier unten haben wir so eine fette Ratte.
Um dahinter zu kommen, muss man hier hinten rumgehen. Ich zeige Ihnen schnell. Hier hinten kann man tatsächlich rumgehen. Vorsichtig, dass man nicht runterfällt. Und hier hinten erhalten wir ein Schild. Hier nichts Besonderes. Aber mit der Banditen-Klasse-Statue kriegt man von Anfang an. Und hier. Diese fette, fette Ratte. Was ich immer mache, ist ein bisschen Pyromantie. Um sie zu schwächen. Die sie mich von hier nicht erreichen kann. Aber vorsichtig, nicht zu nah rangehen. Sonst fällt mir ein Orbe. Dann Schwert ausrüsten, runterlaufen und stichen. Dann dürfte sie kein Problem geben. Wenn man sie versucht, nur im Nahkampf zu töten, kann die tatsächlich sehr große Probleme machen. Sehr große Probleme bereiten. Also mich hat sie immer getötet. Vielleicht bin ich auch einfach so scheiße. Was sein? Und hier, Kanalkammerschlüssel. Den werden wir später noch brauchen. Und hier haben wir die Tiefen erreicht. Die Tiefen sind es eigentlich nur die Kanalisation, aber eine die grauenhafte Version der Kanalisation. Ich mag die Tiefen nicht. Zum einen, hier sind lauter Ratten. Zum anderen, hier ist es einfach nicht schön. Kann man mir sagen, was man möchte. Hier ist es nicht schön, hier möchte man nicht sein. Überall sind Ratten, überall sind Löcher, überall ist es eklig. Seht euch das Wasser an. Nicht mal das Wasser sieht fröhlich aus. Nicht mal das Wasser sieht schön aus. Man würde nicht mal denken, dass es vom. Nicht mal das Wasser sagt dann. Hey, Gott sei Dank bin ich hier. Hier, man sieht es schon hinten. Wir haben wieder einen Channeler. Hurra, whipty flippende. Und riesige Ratten. Diese großen Ratten sind einfach stärkere Versionen der kleinen. Wie ihr sehen könnt, der Channeler ist auch noch ein toller Zauberer. Und diese großen Ratten können tatsächlich große Probleme bereiten, wenn man nicht aufpasst. Sie sind recht stark, vor allem gebufft. Ich will mit seinem Split seinen Pfeilen ausweichen. Die können eine Menge Schaden machen. Sie können. Ich betone auf können. Sehr lange haben sie es mir nicht gemacht, das hätte mir sonst übel schon vermasseln können. Und hier, Achtung, da sind Ratten drin. So. Tja, ist tot. Der ist wichtig. Den müsst ihr auf jeden Fall töten. Warum? Werde ich zeigen. Werde ich zeigen. Also ich werde sagen, warum. Es ist ganz wichtig, dass ihr diesen Kerl tötet. Weil sonst später werdet ihr es wirklich schwer haben. Wenn ihr diesen Kerl nicht getötet habt. Werdet ihr es später wirklich schwer haben. Und dann gehen wir einmal weiter. So. Hier oben haben wir eine Nebelwand, der normalerweise, wenn ihr hier durchgeht, ist es relativ offensichtlich, dass hier hinten kein Bosskampf wartet. Wir gehen mal schön wieder. Normalerweise kommt man von dieser Seite hier rein. Das ist der normale Weg. Allerdings, wenn man, wie ich eben, da runter springt, kommt man hier hinten raus. Und dadurch kann man diese Gegengesellschaft von diesen Ratten sofort genießen. Und hier haben wir wieder Piraten, wie gesagt, der Platz ist eigentlich gefüllt von diesen Dingern. Es gibt eine ganze Menge Ratten. Und wenn man genug Menschlichkeit hat, kann man hier relativ gut Menschlichkeit farmen, nachdem Ratten verlieren. Bis zu diesem Moment erst einzige Kreaturen wirklich Menschlichkeit. Und es gibt viele Gelegenheiten, in denen man einfach Menschlichkeit braucht. Sei es jetzt, man ist wie ich am Anfang und verkackt einfach vollkommen und verliert alle seine Menschlichkeit. Oder man passt einfach nicht auf, oder man braucht es, weil man später für einen Bund Menschlichkeit opfern muss. Ja, das gibt es tatsächlich. Dass man für einen Bund Menschlichkeit opfern muss. Für zwei. Entschuldigung. Bei zwei, Bündnissen muss man tatsächlich Menschlichkeit opfern, um weiter zu, um höher zu kommen. Und dadurch kann es tatsächlich zu Problemen, kann es tatsächlich zu Menschlichkeitmangel kommen. Und hier kann man den relativ gut, hier kann man relativ gut farmen. So, indem wir hier sind, werden wir noch schnell aufhören. Ups. Ja, ich sollte aufhören. Ich bin nicht konzentriert. Das geht nicht gut. Auf Level. Kondition. Sollen umkehren und es hat einen Grund, warum ich hier jetzt menschlich werde. Ich werde ihn zeigen.
werdet ihr in der nächsten Folge wahrscheinlich erleben, bevor ich menschlich werde. Und es hat zwei Gründe. Zum einen einen bestimmten, hier könnte ich tatsächlich noch einen beschwören. Und hier einfach das zum Fachen. Hier könnte ich hier, man sieht, so sieht er aus. Ich könnte versuchen, ihn zu beschwören. Und nachdem dieser Pfad jetzt, dieser Part zu Ende ist, werde ich mal gucken, ob er beim nächsten Part hier jemand ist oder ob ich beschworen werden kann. Und ich freue mich auch auf euch aufs nächste Mal. Wenn es euch gefällt hat, wie gewohnt, bitte liken, kommentieren und abonnieren. Und ja, bis dann. Haut raus. Habt eine Menge Spaß.